Ach ja. Sind lustige Themen. Gehört aber auch dazu. Aber du hast da echt so, du hast da einfach so vernünftigen Gedanken, so wie wir halt auch so. Das ist, man ist da so auf einer Augenhöhe. Vor allem. Ja, ich sag mal, wenn man gewisse Sachen erlebt hat, dann härtet das auch teilweise ab. Ja, gut. Ja, ich hatte mal tatsächlich dieses ganz blöde Ereignis im Leben, dass ich Sozialstunden ableisten musste. Okay. Und da musste ich in einem Pflegeheim aushelfen. Und der eine saß mit dem Rücken zu mir und fragte mich: Hör mal, kannst du mir sagen, ob das ein 20-Euro-Schein ist? Ich so: Hör mal, bist du blind oder was? Da stehen 20 Euro drauf. Ey, da dreht er sich um und da hat der Typ keine Augen. Oh. Ja gut, okay, aber das konntest du ja nicht wissen. Genau, das wusste ich nicht, aber das hat mich so schockiert und fürs Leben geprägt. Ich habe nachher gefragt, was mit dem Typen los ist, warum der keine Augen hat. Und dann wurde es sogar nicht besser. Der Okay. Typ war ein Drogenabhängiger. Und ich weiß nicht, worauf der war, aber der hat sich irgendeine Droge reingepfiffen und hat gedacht, er hätte Maden in seinen Augen und hat sich die Augen mit irgendwelchen Nägeln ausgestochen. Scheiße. Boah, Boah, da wurde mir okay. plötzlich klar, was alles schieflaufen kann. Okay, das ist heftig. Ja. Du glaubst nicht, wie oft ich mich bei dem für diesen Satz "Bist du blind, Alter?" entschuldigt habe. Boah, ja, das ist. Oh, das ist echt krass. Ja, Also, an dem wow. Tag habe ich beschlossen, bevor du über irgendjemanden was sagst oder urteilst, denk 10-mal nach, was dahinter steckt. Ja, das ist übel. Tja, okay. Da fehlen manchmal so ein bisschen die Worte, Ja, so ne? ein Ja. bisschen schon, ja. In der Tat, mir fehlen selten die Worte, aber. Ja, das stimmt. So viel wie du immer plapperst. Ja, Du du kleine kannst. Scheißstechmücke. Du hast mich noch nie Nein, genannt. nicht die Scheiße, nein. Ach Das war so! nicht an dich gerichtet. Oh, Kaya. Kaya, du Stechmücke. Kleine Stechmücke hast du einen kleinen Penis. Du weißt, die Frau ist vergeben, stich jemand anders. Das weiß er. Er versucht sich an meinen Freund ranzumachen. Oh, ich wollte. Oh, jetzt komme ich auch zu spät. Ich wollte gerade sagen, meine Frau schläft schon. Du kannst es ja bei mir versuchen. Oh, ich bin auch schon zu spät. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst oder so? Ich weiß nicht, bei dir fährt der Zug öfters ohne dich. Deswegen. Ja, ich bin schon ewig kein Zug mehr gefahren. Ich auch nicht. Seit Corona angefangen hat, bin ich kein Zug mehr gefahren. Ja, ich nicht, weil ich dafür in die nächste Stadt müsste. Wir haben hier keine Ja. Gleise. Ja, ich müsste auch in die nächste Stadt. Ich glaube, unser Kaff weiß nicht mal, was ein Zug ist. Das ist doch besser. Aber die zweitgrößte Kaserne NRW, ja, ist klar. Nee, Deutschland, glaube ich sogar. Ja, das ist noch besser. Hauptsache Militär in der Nähe, ne? Ja, Gottes Willen, nein. Ey, Boah, guck, das war. die Soldaten hier, sorry, wenn ich kurz unterbreche, Alter, die benehmen sich hier wie die, wenn ich einkaufen gehe und ich sehe da so ein paar vor uns. Es steht seit das angefangen ist mit der Corona-Kacke, steht groß fett bei uns zum Beispiel am Netto, am Rewe, am Aldi. Okay, mehr haben wir auch nicht. Maske, Einkaufswagen. Maske kriegen sie hin, aber sie rennen immer noch ohne Einkaufswagen rein. Wo ich mir dann denke, wenn ich das mitkriege, Ja, warum? da muss ich dir aber sagen, das hat nichts mit den Soldaten zu tun. Das stimmt Nein, im Ganzen nein, zu. nein, ich Wie bei weiß, mir auch. das schaffen viele auch, das weiß ich Ja. nicht. Ich meine nur so, ich meine das jetzt nur so, auch wie die sich an der Kasse verhalten, so, am Rumalbern, tralalala. Und dann denke ich mir so, okay, wenn sowas uns im Ernstfall verteidigen soll, ja, dann buddel ich mir schon mal ein Grab und mach Probeliegen. Oh, ich habe eine Larve. Ich habe eine Ein Larve Masaki. bekommen. Nein, Masaki, da hast du recht. Das sind natürlich nicht nur die Soldaten, das weiß ich, aber jetzt gerade so spezifisch darauf. Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
einfach dieses, wie die sich verhalten. Ich weiß, was du meinst. Da denke ich mir, warum? Alter, pass auf, ich war FWDLer 23. Ich war für 23 Monate bei der Bundeswehr. Und okay. Ich bin eigentlich der Mensch, der Probleme lieber 8 Tage mit Gespräch löst, als 5 Minuten mit Waffengewalt. Absolut richtig, sehe ich nicht anders. Ja, aber ich bin trotzdem zur Bundeswehr gegangen, einfach um dieses, ja, jetzt hast du eine Waffe in der Hand, einfach mal dieses zu erleben, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich bin nachher von der Bundeswehr weggegangen und als mein Feldwebel gesagt hat, ja, warum bleibst du nicht länger? Du kannst hier für 12 Jahre einen sicheren Arbeitsvertrag haben, habe ich gesagt, nein, ich habe es jetzt erlebt, wie das ist. Ich will niemanden im Ernstfall erschießen müssen. Aber ich habe da Leute erlebt, da denkst du dir auch, du, boah, hoffentlich halten die im Ernstfall die Waffe richtig rum. Ja, es wäre schlecht, wenn nicht. Also der Lauf sollte nicht zu einem selber zeigen. Ja, das weiß aber auch nicht jeder. Wir hatten ich war bei der Luftwaffe. Und okay. Der eine hieß tatsächlich mit Nachnamen Nagel. So wie der Nagel, den du in die Wand haust. Mhm. Und das erste Mal, als wir mit der P8 geschossen haben, das ist diese Handfeuerwaffe von der Bundeswehr, okay. Da haben die uns wirklich 7-8 Mal vorgewarnt, wenn wir in irgendeine andere Richtung mit der Waffe, also die Waffe in eine andere Richtung führen als die Zielscheibe, schlagen die uns zur Not bewusstlos. Okay. Einfach, weil die schon erlebt haben, wie Leute mit der Waffe wild um sich geschossen haben und versucht haben, andere zu töten. Ich weiß nicht, was da alles in der Kaserne passiert ist, aber die haben gesagt, die hauen uns sofort K.O. Ja. Und ich gehörte auch zu diesen Spezialisten, wo ich mir gedacht habe, hey, Fliegernagel, die Waffe bitte in die richtige Richtung. Und er dreht sich auch in unsere Richtung einmal um 180 Grad. Was sagst du? Pam, lag er K.O. auf dem Boden. Ich hab beides erlebt. Ich habe wirklich beides erlebt. Einmal diese Spezialisten, wo du denkst, boah, der wird die Waffe nur verkehrt herumfalten oder seine besten Freunde erschießen. Und ich habe Leute erlebt, wo du dir denkst, gut, dass er auf deiner Seite ist. Nein, der hat wirklich mit diesem Sturmgewehr, was eigentlich ordentlich verzieht, mit den ersten 2-3 Schüssen, bevor der Lauf verzieht, auf über 300 Meter das Ziel in der Mitte getroffen. Okay. Und das jedes Mal, bevor der Lauf verzogen hat. Wahrscheinlich kennst du den Bundeswehrskandal mit der mit dem SG-37. Ehrlich gesagt jetzt nicht. Muss ich jetzt... Ja, die Waffe ist... Wie lang ist das her? Also... Oder? 2-3 Jahre. Okay. Also nee, so lange ist das nicht her. Okay, nee, da muss ich... Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Waffe ist extrem schlecht gebaut und der Lauf verzieht, sobald er zu viel Munition verschossen wurde. Aber der hat geschossen, da denkst du dir auch, der trifft dich überall. Heftig. Ja, du hast solche und solche. Ja, ja, klar. Oh Mann. Ich persönlich wollte damals auch in den Auslandseinsatz mit dem Gedanken, hey, da kannst du anderen Leuten helfen, ohne jemanden zu töten. Naja, mein Feldwebel hat mich später nicht gehen lassen, weil ich ihm so viel in dieser Dienststelle geholfen habe, dass er nur die Füße hochheben musste. Ja, seine Füße waren fast einen halben Tag auf dem Schreibtisch, wenn nicht mehr, und deswegen wollte er mich nicht gehen lassen. Oh Mann. Damals war ich darüber echt sauer. Im Nachhinein denke ich mir, ja, Auslandseinsatz, da wärst du wahrscheinlich nach Afghanistan gekommen. Wer weiß, ob du zurückgekommen wärst. Richtig. Beziehungsweise wie es ausgegangen wäre. Ja, das stimmt. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, ich muss einmal vorlesen. Ja, mach. Klar, natürlich. ich und diese Namen aussprechen, ne?
Gallien. Hauptmann, verzeiht mir, seit unserer Flucht bin ich euch allen nur zu Last gefallen. Bitte, zieht ohne mich nach Klein Alamigo weiter. Das sind immer hier alles so Namen, ne, wo ich mich frage, wie spricht man die aus? Elender Schwachkopf, ein schöner Hauptmann wäre ich, wenn ich meinen Männer im Wald krepieren ließe. Wir Migiten lassen unsere Kameraden nicht im Stich, selbst wenn wir dafür durch die sieben Höhlen gehen müssen. Das sollte dir doch klar sein. Wir haben geschworen, unsere Heimat zurückzuerobern. Hast du es schon vergessen? Darum frage ich dich, Galien. Willst du lieber als Ameisenfutter in diesem Wald enden oder auf dem Schlachtfeld noch ein paar dreckige Galeer mit in den Tod reißen? Aber Hauptmann, genug von diesem fiebrigen Gefase. Du kommst mit uns zurück nach Mühlenbruch. Und sobald du wieder auf den Beinen bist, polierst du zur Strafe die komplette Truppenausrüstung. Ist das klar? Oh Gott, jetzt fängt er an zu heulen. Die frische Waldluft scheint den Jungs nicht gut zu tun. Beralk, jedenfalls danke, dass du Galien aufgespürt hast, Abenteurerin. Wir werden nach Mühlenbruch zurückkehren. Wäre doch gelacht, wenn ich diesen Trottel nicht wenigstens ein Fünkchen Verstand einexerzieren kann. Was ist das für ein Wort? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt dürft er wieder. Joa. Ja, bei den Szenen, wo es halt eine extra Filmsequenz gibt, will ich halt vorlesen. Alles andere ist halt jetzt nicht so mega wichtig. Ist dein Stream, wir schweigen, glaube ich. Ja, mir kommt das eigentlich ganz recht, dass ihr da, oder dass wir hier so ein bisschen quatschen, weil dann brauche ich nicht alles vorlesen. Dann, dann werden meine Stimmbänder ausnahmsweise mal geschont bei jedem Stream. Ich bedauere es nur, dass wir jetzt nicht bei den Sylphen sind, deinige meinige die ganze Zeit sagen. Das war im letzten Stream so schlimm, ich war die ganze Zeit bei diesen komischen Sylphen und dann sind halt so Sätze wie die Meinige ist der Deinigen etwas schuldig, die Meinige muss Deiniger und so weiter. Ne? Immer Meinige, Deinige, Abenteurige, immer mit G am Ende quasi. Und das wirklich vorzulesen, Alter, ich krieg die Krise. Das glaube ich wohl. So, könnt ihr euch ja den letzten FF14-Stream ansehen? Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe irgendwann einfach nur noch durchgeklickt. Wo ich dann auch nur noch im Chat gefragt habe, so, merkt man, dass ich keinen Bock mehr habe, die Sylphen vorzulesen? So, ja, nee, überhaupt nicht. So, ja, das ist ja gut. Sehr gut. Oh, ich krieg mal was ich gebrauchen kann. Das ist ja toll. Und ich habe ein Level Up. Das ist noch schöner. Ich habe nichts lieber als ein Level Up. Ich hab endlich mal Schuhe, die gut aussehen. Apropos Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja. Wann holst du den Tabletop Simulator? Festgesetzt ist es für Juni. Wenn ich mir auch Dinge hole. Beziehungsweise eventuell sogar Ende des Monats, also Ende diesen Monats. Weil ich kriege ja tatsächlich noch Kindergeld bis meinem Geburtstag. Und ich kriege ja jetzt auch von dieser Corona-Hilfe, allein vom letzten Jahr noch, weil ich ja die erste Rate erhalten habe, kriege ich auch noch die zweite Rate. Und davon kann ich mir dann das Zeug da kaufen. Weil jetzt musste ich ja, weil ich ja noch GEZ und so weiter zahlen muss und nachzahlen muss für einen einzigen Tag des Monats, wo ich mich umgemeldet habe. Das war echt scheißweise. Ich habe halt angegeben, dass ich im März hergezogen bin. Und dann berechnen sie mir, weil ich am letzten Tag des Februars mich umgemeldet habe, berechnen sie mir diesen einen Tag, einen vollen Monat. Boah. Einen vollen Monat, also 17 Euro irgendwas sind das, glaube ich, GEZ-Gebühren für einen Monat, weil ich einen Tag zu früh mich umgemeldet habe. Einen Scheißtag berechnen sie mir und das den kompletten Monat für. GEZ ist einfach unverschämt. Alter! GEZ ist nicht umsonst eine Zwangsgebühr. Der Schwerpunkt liegt auf Zwang. Ja, vor allem das Schlimmste ist, wir haben noch nicht mehr Fernsehen. Wir hören kein Radio, wir haben kein normales Fernsehprogramm, wir machen alles über Netflix, Amazon und so weiter. Ich zahle also eigentlich für nichts.
Dafür, dass ja, ich es nicht falsch, nutze. Dafür falsch, zahle ich. Falsch. Den ersten, zweiten und dritten kannst du mittlerweile auch über das Internet empfangen. Also, ja, aber nicht mal das gucken wir. Nicht mal das. Darum geht's nicht. Ja, ich weiß, aber das ist trotzdem unfair. Ich meine, ich weiß gar nicht. Ja? Ich könnte es verstehen, wenn man es wirklich guckt, wenn man es wirklich aktiv guckt oder anklickt oder sonstiges. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber dann soll man doch bitte die Summe ordentlich anpassen und nicht für einen Monat, für einen einzigen Tag des letzten Monats berechnen. Pass mal, ich war damals tatsächlich so kackendreist. Ich habe GEZ nicht bezahlt, so lange, dass ein Typ vor meiner Türe stand. Und vor sowas habe ich Angst. Ja, pass auf. Und dann hatte ich auch mit ihm ein längeres Gespräch. Es lief darauf hinaus, dass ich ihm gesagt habe, wissen Sie was? Sie dürfen das Geld von GEZ, von meinem Kindergeld, von meinen ungeborenen Kindern abziehen. Da hat er mich doch plötzlich angeguckt. Ja, aber Sie kriegen doch kein Kindergeld für ungeborene Kinder. Ich so, ja, ja, aber ich habe das Gerät, um Kinder zu produzieren. Auch nicht schlecht. Mhm. Oh Mann. Ach ja. Ach, jetzt bin ich wieder in diesem Ort. Ich werde mich aber auch so langsam verabschieden. Ja, ich wollte eigentlich auch gerade ins Bett. Ja, ich noch nicht. Wie lange machst du noch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Das ist immer eine gute Uhrzeit. Kannst mir nochmal schreiben, wenn du magst. Dann spiele ich noch hier so eine schöne. Oh Gott, das kriege ich auch wahrscheinlich wieder nicht hin. Man kann ja nämlich Musik spielen tatsächlich. Cool, oder? Ja, dann gib uns mal dein. Geige mag ich sogar tatsächlich. Das ist mir falsch. Gott, klingt der scheiße. Aber komplett verspielt. Ja, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Ja, das meine ist die Stärke, die du besitzt. Meine Stärke ist, nicht spielen zu können. Also ich kann mehrere Musikinstrumente spielen, ihr nicht? Nee. Nö. Ja doch, ich spiele leidenschaftlich gerne Triangel. Posaune. Also Klo. Ich kann Arschgeige, ja. Trommelfell, Nasenflöte. So in etwa, ne? Ja, mein Lieblingsinstrument ist die Arschgeige. Okay. Ja, das ist gut. Oh ja, ja. So, wo muss ich überhaupt hin? Ihr Lieben. Jo, ich bin dann jetzt auch raus. Ja, dann bis die Tage. Ja, ciao. Bis die Tage. Ciao. Ciao. Gudi. Ja. Dann danke für die Dead by Daylight Runden. Mein, hat Spaß gemacht. Mein Hanging Opfer. Mein DBD Opfer. Ach was. Wie. Ich hab Spaß, übers Feuer zu springen. Ja, solange bis du anfängst zu brennen. Dann nicht mehr. Hier kann man nicht brennen. Ah, okay. Oder also schmeißt du auch den Ring? Egal, anderes Thema. Den Ring schmeißen wir am Sonntag nicht ins Feuer. Nee. Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen? Einige Spielstunden bestimmt. Okay. Dann dir noch viel Spaß beim Zocken. Ja, danke, das werde ich auf jeden Fall haben. Noch einen schönen Stream. Wir können ja nochmal zwischendurch ein bisschen schreiben, wenn du magst. Ja. Okay, stimmt. Also, dass ich eine Larve bekommen habe, hast du mitbekommen, ja, oder? Ja, das habe ich okay. Mitbekommen. Das hab ich in der Tat mitbekommen. Das ist super. Wenn ich auch sonst nicht mitkriege, aber das habe ich mitbekommen. Okay. Ich kriege einen Drehwurm. dann schreiben wir, ja? Ja. Okay. Ciao. Ciao.
Okay, so. Ah, du schon wieder. Habe mich beim letzten Mal etwa nicht deutlich genug ausgedrückt. Wir brauchen keinen Schnüffler im kleinen Almigo. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Und zwar schnell. Mefried? Ha, da wäre eine Erinnerung wach. Stundenlang habe ich ihn die Baracken schrummen lassen. Wenn er wie so oft die Fehler seiner Kameraden gedeckt hat. Und trotzdem hat er nie auch nur einen Namen ausgesprochen. Ein guter Mann, wahrlich, wahrlich. In den Wirren des Krieges haben wir uns aus den Augen verloren. Vergessen habe ich ihn ebenso wenig wie unsere Lieder oder den Geschmack des migischen Weines. Einfach unübertroffen. Ah, migischer Wein ist so wie das Blut der Erde meiner Güte. Aber ich schweife ab. Mefried spricht sich also für dich aus. Dann will ich auch nicht länger an dir zweifeln, Abenteurerin. Dein maskierter Unbekannter. Ich habe da so eine Ahnung. Solange du nicht in Schwierigkeiten bringst, solange du uns nicht in Schwierigkeiten bringst, will ich dir gerne auf deine Fragen antworten. Das ist ja schon mal sehr nett. Oh, so. Muss aber einmal den Ventilator machen. Glaubst du, das kriege ich hier bald einen Hitzschlag? So. Hallo Luna, schön, dass du reinschaust. Ich war wieder im Foto waren. Oh je, echt? Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Ich hoffe, es geht jetzt bald gut. Also gut, Abenteurerin, hör mir gut zu. Jemand, der dem von dir gesuchten Mann verdächtigt ähnelt, soll Kontakt zu einigen jüngeren Bewohnern unserer Siedlung geknüpft haben. Wenn du ihnen sagst, dass du in meinem Auftrag unterwegs bist, werden sie dir sicher Rede und Antwort stehen. Und verzeih ihnen, wenn sie sich aufmüpfig zeigen sollten. Sie sind jung und haben noch viel zu lernen. Heute wieder hunderte Fotos. Oh Gott. Nee, Fotos machen macht aber auch Spaß. Kann man nicht anders sagen. Oh, ein maskierter Mann? Kenne ich nicht. Gibt's hier nicht? Ganz ehrlich, ich habe doch keinen Dreck am Stecken. FF-Fotos, ja. Natürlich, was doch sonst. Ich habe ihnen sofort gesagt, dass wir uns mit diesem komischen Kerl nicht einlassen dürfen. Aber die Jungs wollten ja nicht auf mich. Wie? Du weißt überhaupt nicht Bescheid? Als du sagst, dass Gundobald dich schickt, habe ich sofort das Schlimmste befürchtet. Na, dann ist ja gut. Ja, es geht ja hier schon wieder gut los. Ja, ich bin jetzt ja hier auch schon wieder am Suchten. Ich konnte nicht anders. Eigentlich war sogar geplant, dass ich Witcher spiele, also Witcher 3. Aber mich hat dann etwas doch ein bisschen mehr überzeugt für heute. Ich bin falsch, ich muss glaube ich nach unten. Hui! Pass auf, und jetzt bin ich... Ah ne, ich bin richtig. Sehr schön. Ein maskierter Mann? Nö, nie gesehen. Was interessiert dich das überhaupt? Fremde wie du bringen uns nicht als Ärger. Ich werde meinen Freunden sicherheitshalber mal erzählen, dass du hier herumschnüffelst. Ja, tu das. Wenn sie dies. Der maskierte Typ? Bleib mir bloß weg mit dem. Mit solchen Kinderspielchen habe ich nichts am Hut. Glaub mir, bei mir verschwendest du nur deine Zeit. Und wieder zurück. Ja, okay, wir sind richtig. So, die Racker hacken also tatsächlich etwas aus. Und der maskierte Mann scheint daran nicht ganz unbeteiligt zu sein, was? Denn sicher haben die jungen Leute ihre Gründe. Und doch, die Sache beunruhigt mich. Denn in ihren Augen brennt eine gefährliche Leidenschaft, die von ihrem Unmut über das viele Leid und Unrecht der letzten Zeit befeuert wird. Es erinnert mich an uns, als wir gegen die Unterdrückung in unserer Heimat auflehnten. Die Geschichte hat ja gezeigt, dass sie uns da eingebracht hat. Was uns das eingebracht hat.
Die Galeer haben unsere Revolte instrumentalisiert und uns unsere Heimat genommen. Hass kann blenden, das darf uns nicht noch einmal passieren. Setze deine Untersuchung auch in meinem Namen fort und lasse mich wissen, wenn du auf etwas stoßen solltest, Abenteuerin. Merke, ich krieg schon wieder ein Säbel im Mund. Etwas, was wir gebrauchen können. Hast du mit Gundobald alles beredet? Oh je. Dann wird sie es merken. Was denn? Entfällt mir schon wieder irgendwas? Ah! Alter, was bin ich für ein Blindfisch? Hallo! Aber geiles Kostüm. Oh Gott, ja, ich zoome wieder rein. Oh, scheiße. Weißt du, tatsächlich, als ich vorhin ins Spiel reingekommen bin, habe ich tatsächlich erstmal geguckt, ob du irgendwo in der Nähe bist. Und dann dachte ich, okay, ja, vielleicht bist du heute gar nicht online oder so, ne? Und hatte grundsätzlich schon nicht mehr hingeguckt. Ja, mein Fehler. Ich bin immer... Echt? Wobei, ja gut, doch. Ich glaube, ich habe bisher nur einen einzigen Stream gehabt, wo du nicht dabei warst, tatsächlich. Also, jetzt bei FF14. Und das war, glaube ich, da, wo... Oh, wo Nona dabei war? Wo ich, der Stream, wo ich dich dann grüßen sollte. Der Stream davor, da war das. Weil sonst war es, glaube ich, immer da jetzt. Er ist so etwas wie der Anführer der jungen Leute hier. Macht ja keine allzu großen Hoffnungen. Wahrscheinlich ist er lediglich neugierig. Wenn nicht viele Abenteurer in Gundobald akzeptiert werden. Nee, das Outfit, oh, das Outfit ist tot. Ich habe heute übrigens wieder von der dicken Katze geschwärmt. Weil die dicke Katze schon wieder für Aufsehen gesorgt hat. meine Anfängerin. Ah, okay. Nee, ich wurde nur gefragt, woher ich die Katze habe, deswegen... Und da sie sich zu dem Zeitpunkt gerade so schön wieder auf die Seite gelegt hatte. Nur Daddel ist heute nicht da, um wieder eine Hasstirade gegen diese Katze zu machen. Der liegt schon fleißig im Bett und schlummert. Also heute keine Katzentötungssprüche. Wolkraft ist ein Daddel. Nee. Der hatte, ich glaube, der hatte jetzt ein, zwei schlimme Nächte, also wo er halt nicht pennen konnte. Deswegen haben wir ihn mal ins Bett verbannt. Aber ich schätze mal, morgen oder Sonntag wird er wahrscheinlich wieder dabei sein. Weil morgen will ich, oder jetzt heute am Samstag will ich wahrscheinlich auch streamen. Mit dir ist das Level 50 oder 60 Beschwörer-Outfit. Sehr geil. Ich weiß gar nicht. Ich hatte vorhin tatsächlich schon überlegt, wann ich das. Oder wann ich meine neue Klasse ausprobiere. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, wann. Und vor allem welche. Bin ich noch so ein bisschen unschlüssig. Hui. Hilfe, fliegen. Oh, die brauche ich. Später. Ich hole sie mir später. Aber ich habe es vorhin tatsächlich mal geschafft, ein paar Melodien auf meiner Geige zu spielen, ohne mich großartig zu verspielen. Was sehr selten vorkommt, aber ich habe es tatsächlich mal geschafft. Ach, das Viech kommt denn daher? Oder? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Hi.
So. Ah, ich habe dich schon erwartet, Abenteurerin. Du scheinst nun nicht auf den Kopf gefallen zu sein. So lass mich dich gerade herausfragen. Warum bei den Höllen spionierst du uns nach? Bist du die Handlangerin eines Schleppers? Oder gar eine galeische Agentin? Wie auch immer. Glaube ja nicht, du könntest unsere Pläne durchkreuzen. Schnappt sie euch, Leute. Ugh. Blub und tot. Ja. Wie gesagt, ich bin echt noch am überlegen, welche Klasse ich mal als nächstes ausprobiere. Dann. Demnächst. Und ob es überhaupt schon Sinn macht. Das Einzige, was ich kann, alle meine Entchen. Ich kann gar nichts. Ich habe das neulich mal ausprobiert, da habe ich mich ja komplett verspielt. Klingt auf jeden Fall tausendmal besser als das, was ich da von mir gebe. Weißt du, ich wollte vorhin, wo sich mein Mod verabschiedet hatte für heute, wollte ich so eine schöne Melodie spielen und dann erstmal so, warte mal, das ging einfach so komplett daneben. Klingt echt schön. Wie gesagt, tausendmal besser als das, was ich dir von mir gegeben habe. Ja, verspotte uns ruhig. Diesen Kampf magst du gewonnen haben, doch der Krieg hat gerade erst begonnen. Wir werden nicht auf ewig in diesen finsteren, muffigen Höhlen hausen. Der Plan wird aufgehen, du wirst es schon sehen. Wir werden so mächtig, dass wir die Galea mit einem Schlag vernichten. Dann hat dieses jämmerliche Dasein endlich ein Ende. Und tschüss. Also das Einzige, was ich in echt tatsächlich auf dem Klavier spielen kann, ist Freude schöner Götterfunke. Das kriege ich hin. Aber hier in der FF14 bin ich froh, wenn ich überhaupt irgendeinen Ton spielen kann. Da bin ich dann schon ganz dankbar. Fünf brauche ich von denen. Komm. Meine kleine Senthaut. Mein wäre ja schön, wenn ich heute noch Stufe 35 schaffen würde. Wäre wünschenswert. Nein, euch großen will ich nicht. Nein. Huch. Ich glaube, okay, nee, haben schon alle. Sehr schön. Ja.
Ja, okay, wir sind hier richtig. Ich bin nämlich immer am Überlegen, wo hier wirklich noch der Eingang ist. So. Was sagst du? Willred hatte ich... diese törichten Kinder. Ich hätte ja befürchtet, dass sie etwas im Schilde führen. Aber dass sie sogar in Waffen gegen dich... dass sie sogar die Waffen gegen dich erheben. Ich will White Mage auch neues... Echt? Ja, cool. So schlimm ist es also schon gekommen. Doch, so schlimm ist es also schon gekommen. Ich muss mich bei dir dafür entschuldigen, die Gefahr nicht erkannt zu haben. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ja, bestimmt kann ich das. So. Nein? Ach, zu grünen. Ich will auch gut aussehen irgendwann, Paar. Oh, Ich könnte ja mal ein Weihnachtsmann-Outfit anziehen. Oder Weihnachtsfrau-Outfit, besser gesagt. Achso, ja. Das kann ich auf jeden Fall mal machen. Ich frage mich, was Wilfried wohl meinte, als er dir erzählt hat, dass er und seine Freunde das galaische Kaiserreich vernichten wollen. Meine jugendliche Enthusiasmus hin oder her. Das ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Guten nur bald. Bertliana, was ist mit dir passiert? Und überhaupt, wo hast du die letzten 3 Tage gesteckt? Ich war draußen auf der Suche nach Wüstennesseln für einen Tee, als ich von einem Trupp der Leichenbrigade aufgegriffen wurde. Sie haben mich in ihrem Unterschlupf verschleppt und verspottet. Sie haben gemeint, wir sollten uns nicht wundern, dass es uns dreckig geht. Unser falscher Stolz sei es, der für unser Elend verantwortlich ist. Bedeutet das, wir nie wieder in unsere Heimat zurückkehren werden? Ist Alamigo auf ewig verloren? Das ist ungeheuerlich. Wärme dich an unserem Feuer, Bertliana, und lasse dir von Amelot etwas geben, das dich wieder zu Kräften bringt. Hast du sonst nicht immer von dem Vorfall erzählt? Nur Wirret, den ich am Eingang getroffen habe. Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen, als er wie von einer Terrormilbe gestochen davongestürmt ist. So wütend war er. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ralk. Oder Ralgro. Hast du uns wirklich verlassen, weil du mich unserem Rat... mit unserem Rat beratschlagen. Könntest du in der Siedlung nach unseren jungen Wilden sehen? Mich dünkt, dass sie bereits wieder etwas auszecken. Es tut mir leid, dich in diese Sache hineinzuziehen. Aber jetzt ist es äußerste Vorsicht geboten. Machen wir mal. Okay. So, optimiert. Sie sehen mir ganz schrecklich aus. Warte. Ist die Lotte hier? Nee. Okay. Huch, Entschuldigung. mach bitte nochmal. Ich wollte eben einfach nur das Dings öffnen, schießen und hab dann aus Versehen falsch geklickt. Achso, okay, so. Alles gut, alles gut. Jetzt. Ich bin schon wieder viel zu hektisch. Wie immer. Wir gehen jetzt.
Okay. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.